Seid gegrüßt, liebe Leute. Ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Der Feinschmecker ist in der Haus. Keine Ahnung, ob ich das so gesagt habe. Ist auch egal. Nee. Willkommen zur Quest der Dunklen Bruderschaft. Wir sind beim letzten Mal beim Feinschmecker gewesen, haben uns ein paar Sachen zeigen lassen und ja, jetzt schläft er halt lange, weil es war anstrengend. Und danach waren wir bei der guten Olava in Weißlauf, die uns die Zukunft vorhergesagt hat. Und ja, sie meinte, wir wären in der Dämmerstern-Zuflucht sicher oder das wäre unser Zuhause und es würde aber noch viel Blut vergießen. Nee, so viel Blut vergossen werden. Fließen. Haha, ich habe es gefunden. Ich habe das Wort gefunden. Yeah. Und ja, ich war im Shoppingrausch. Ich war zu Hause kurz, hab mich ein bisschen leerer gemacht und ja, dann bin ich hierher gekommen und dachte mir so, ja, Ich du habe kannst doch nicht Arbeit mit für der euch, falls ihr dunklen interessiert seid. Bruderschaftrüstung, mit der Schattenrüstung, kannst du doch nicht hier reinrennen. Und ja, dann habe ich das hier gesehen und weil ich da sowieso schon mal, ihr wisst ja, wenn das, ne, wenn man einkaufen ist und man so in so einem Shoppingwahn dann verfällt. Habe ich mir noch eine Kochtunika gekauft. Ja, und die beiden Sachen habe ich dann auch noch zufälligerweise gesehen. Die wird mir später nützlich sein, weil wir ja noch die Magier-Quest noch vor uns haben. Ne? Die Akademie von Winterfeste. Wir wollen uns ja ausbilden lassen, auch später mal zum Magier und so. Wir wollen ja alles mitmachen. Wir wollen uns alles angucken und singen lernen und so. Das wollen wir alles machen. Gut, ich quatsche jetzt viel zu viel. Wir haben keine Zeit. Wartet mal ganz kurz, ein kleiner Augenblick. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich musste mir Ihr einmal das solltet mich mal sehen, wenn Näschen mir putzen. langweilig ist. In dieser Stadt wimmelt es nur so von kaiserlichen Soldaten und wisst ihr was? Ich bin immer noch nervös. Alles Faulpelzer und Taugenichtse. Sie können ja nicht mal die Sturmmäntel unter Kontrolle halten. Ich würde ihnen niemals das Leben des Kaisers anvertrauen. Ihr macht euch zu viele Sorgen. Der Kaiser war nie sicherer. Glaubt ihr etwa, Attentate würden über Nacht geplant? Wir haben das Komplott aufgedeckt, Gefahr gebannt. Vermutlich habt ihr recht. Aber was ist mit dem alten Mann? Sein Sohn getötet, sein Familienname ruiniert. Und er verhält sich, als sei nichts geschehen. Meint ihr wirklich, er ist diensttauglich? Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört. Kommandant Marot ist das Beste, was Penitus Oculatus jemals hervorgebracht hat. Ihr könnt ihm nicht annähernd das Wasser reichen. Ihr versteht mich falsch. Es ist nur, ich kann mit ihm mitfühlen. Eine solche Last mit sich herumtragen zu müssen, so etwas zeichnet einen. Ich an seiner Stelle wäre am Boden zerstört. Ist irgendwie merkwürdig, wenn zwei Charaktere, die gleich aussehen, die gleiche Rüstung tragen, anscheinend den gleichen Job haben und dann noch die gleiche Stimme, als wenn die miteinander, als wenn der sich. Also, als wenn der mit sich selber spricht, also. Hey! Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Was? Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Was hast du Aber denn lasst euch gedacht? bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Janna, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Hätte ich mir die Klamotten von dem vielleicht wegnehmen sollen? Janna wird hoch erfreut sein, euch zu... Ja. Das wäre vielleicht mal eine Idee gewesen. Oh, das wollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ich habe nämlich schon alles Mögliche getragen und immer sagte diesen Satz: Wo ist die Küche? Wo war die gleich? Hier. Haha, ich habe sie gefunden. Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Benutze Kochtopf. Wie redest du denn mit mir? Nicht noch eine Lieferung. Oh. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ihr versteht mich falsch, denn ich bin der Feinschmecker.
Der Feinschmecker? Ja, das sagt man so. Endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Was? Ich habe richtig geraten. Ich habe immer schon gedacht, dass der Feinschmecker ein Waldelf ist. Noch gerettet. Nur jemand, der über Waldkräuter Bescheid weiß, kann... Schweigt! Ich bin bereit für das große Festmahl. Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Hat ihr es gerade gesagt, das bin ich nicht? Du wirst hängen. Du kriegst eine versalzene Suppe. So, erstmal ziehen wir das an. Ne? Wow. Sexy. Und dann müssen wir die Kochmütze noch tragen. Yeah. Cool. Komm, ich... Bleiben wir so? Ist das... Oh, welch ein Anblick. Ausgezeichnet. So habe ich es mir vorgestellt. Echt, ich sehe genauso aus wie du. Es reicht. Der Feinschmecker ist hier, um zu kochen. Nicht um zu reden. Fangen wir also an. Oh, ja, aber natürlich. Du quatsch immer noch. Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Ein Süßkuchen. Oh, wie dekadent. Darauf wäre ich nie gekommen. Und ich weiß. Jetzt? Deswegen bin ich der Feinschmecker. Die nächste Zutat ist ein bisschen Vampirstaub. Vampirstaub? Ernsthaft? Ja. Dadurch ergibt sich eine etwas erdigere Konsistenz. Und so seltsam es auch scheint, wir haben welchen da. Nun, dein gut. Glück. Was kommt dann? Heidro, das ist für dich. Und jetzt noch den Riesenzeh. Ein Riesenzeh? Ja, seid so genießt man ihr einen euch Riesenzeh. Da sicher? Ich sagte ein Riesenzeh. Stellt den Feinschmecker nicht in Frage. Natürlich. Tut mir leid. Ein Riesenzeh, bitte. Und jetzt lass uns nicht mehr darüber sprechen. Was dann? Ihr müsst einen Septim hinzufügen. Einen Septim? Also die Goldmünze? Ja. Wirklich? Ah, jetzt verstehe ich. Das verleiht der Portage le Magnifique einen leicht metallischen, jedoch köstlichen Nachgeschmack. Einfach brillant. Nee, der eigentlich. Der Eintopf scheint fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also ist es das? Eigentlich ist die Portage le Magnifique eine ganz blöde Suppe und mit dem Septim wird es halt wertvoll. So, das ist der Hintergrund und nicht das, was du gesagt hast. So, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal können wir natürlich die Jarinwurzel da zugeben, das heißt, wir vergiften den, oder wir tun es nicht. Ich rate euch davon ab, das erste auszuwählen. Oder ihr könnt es natürlich machen. Ne? Ich habe es gemacht. Ich kann es auch nochmal zeigen. Aber dann hören sie nicht mehr auf zu essen. Und wenn ihr dann versucht, irgendwie anders rauszukommen, geht es nicht, weil alle Türen sind verschlossen. Und ihr müsst eine andere Möglichkeit finden, den Kaiser zu ermorden. Deshalb machen wir das mit der Jarinwurzel. Oh, was ist das? Eine Art Kraut? Seid ihr sicher? Die Portage schmeckt schon perfekt. Jede weitere Zutat könnte... Ich darf doch sehr bitten, Janna. Wer ist hier der Feinschmecker? Hm? Wer ist hier der Feinschmecker? Hey, tut mir leid. Natürlich. Das ist immerhin euer berühmtestes Rezept. Gut, eure geheime Zutat ist drin. Ja, so und geheim wenn ich es mal so sagen mehr. Darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen. I hope so.
Die hält die Hand unter den Topf. Was hast du denn für Hände, sag mal, dass du das so tragen kannst? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, Jana. Jana. Aber seid ihr denn kein bisschen nervös nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Ja, geh, geh, geh. Ich musste was machen. Ist doch alles gut. Du redest nicht mit mir, dann. Kalter Met, heiße Gemüter. Ich muss auch kurz mal nach meinem Kopfhörer gucken. Nicht so sehr. Doch andererseits gab es ja diese Sache mit dem jungen Offizier. Maro, nicht wahr? Wie furchtbar. Der Sohn eures Kommandanten plante eure Ermordung. Ja, da sind wir. Das ist ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Wir sind in absolut ich. Keiner Gefahr. Kann ich gut? Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu. Ah, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Ja, ach, applaudiert mir. Suppe. Huldigt mir. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Kam das danach, dass dann der Diener die Suppe zuerst probiert, beziehungsweise das Essen? Einfach köstlich. So hatte ich es mir erhofft. Ich... Da stimmt was... nicht... Ich... Dem Kaiser geht's nicht so gut. Magenverstimmung. Bei den Göttern! Was? Nein! So? Ah... Wait. Just wait. Ich muss doch erstmal umziehen. Seid doch ein bisschen locker. Mein Gott. Toter kann ja nicht sein. So. Nein, ihr versteht mich. Kann das losgehen. War ein Fehler. Du, dein blödes Schild. So. Gehen wir mal hier hinten durch. Hau ab! Oh, hätte ich ihn durchsuchen sollen? Das sehen wir selber, die... Wer klatscht da? Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah! Aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Echt? Ihr, ein Attentäter der dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ja. Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Was? Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Und die Zwillinge sind hier. Damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Tötet Hallo? Sie. Und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Was? Das war ja gar nichts. Hey! Yeah. Drecksack! Wo ist der Idiot hin? Hier ist ja gar keine Treppe. Gut. Holt euch euer Obst und Gemüse hier. Das ist nicht so einfach. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Was willst du denn?
Ich gehöre zur Gilde. Reicht das, um mein Kopfgeld aufzuheben? Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ich hab's dir doch schon längst angeboten. Ist erledigt. Und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Ja, ich hab noch ein paar Termine noch. Komm, lass mich. Ich hab noch ein bisschen was zu erledigen. Kann ich jetzt eigentlich reisen? Sag mal. Wir müssen schnell zurück zur Bruderschaft. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht Nacht. Oh, ich kann nicht schnell reisen zu meiner... Ja, natürlich war es dunkel. Weißt du noch sonst? So. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, damit es für euch und für mich ein bisschen einfacher ist, hier irgendwas zu sehen. Es ist ziemlich... Es regnet schon wieder. Ist das schon mal aufgefallen? Die letzten Folgen immer wieder, wenn ich hier in die Bruderschaft... Wo war das jetzt hier gleich? Haben wir hier Regen, Regen, Regen. Und da geht's schon los. Hey, 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 hey. Wer? Drecksack. Hey. Hör auf, mit den Pfeilen auf mich zu schießen. Komm her. Mann gegen Frau. Oh, er hat ja gar nichts drauf. Ach, guck mal hier, das hätte ich hier. Das kann ich ja in... Ja, guck mal hier, alles. Haha. Ach, guck mal hier, alles. Wir burn hier alles nieder. Kann ich das hier auch niederbrennen? No. Was ist denn das hier? Ist hier eine Kiste drauf? Nee, aber... Wieso burnt denn hier nicht alles? Hätte ich jetzt... Ey, bist du doof? Hör auf jetzt endlich! Nein! Komm schon! Komm schon! Ja, komm schon! Genug! Ich benutze so wenig. Kann ich hier noch? Ja, okay. Wir gehen mal rein. Ja, ich glaube, die brauchen Hilfe da drin, ne? Hier ist auch alles voll. Weg damit. Aha. Endlich. Hier. Was? Das sieht man nämlich gar nicht. Ich komme sonst immer hier im Dunkeln an und denke mir, ach komm, du musst schnell da reingehen, du musst den Leuten helfen. Jetzt habe ich mal auf den Tag gewartet, das allererste Mal, dass ich im Tagsüber... Weiß nicht. Eine dieser Leichen. Ist das wichtig? Burnt, Baby, burn. Ist da jemand? Burn. Aber was sind die anderen so lange auf? Je eher wir hier herauskommen... Wir burnen das mal alles hier nieder, damit wir nicht gleich da reinrennen. So. Ich habe gedacht, die sagen vielleicht noch irgendwas anderes. Visara! Die haben den ausgezogen! Wo sind deine Klamotten, mein Freund? Wow. Was? Komm, schnell! Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Boah, hier burnt alles. Hey! Nein, Armbjorn! Nein. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Wo bist denn du? Komm her, du Feigling. Komm her, du Feigling. Ihr lebt denn noch? Lass hier! Los, 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 weiter! Aber die dunkle Bruderschaft. Oh. Da. Werdet ihr nicht so schnell vergessen. Arcturus, du bist tot. Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns reingelegt. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Wieso reden wir hier drin? Bevor ihr fragt, nein. Ich glaube nicht, dass ihr es wart. Und sollte ich doch meine Zweifel...
gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Ja. Vielen Dank dafür. Lass uns, wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Wo ist die Kleine? Wo ist Festus Grex? Wo ist Gabriella, meine beste Freundin? Wo ist Gabriella? Wo ist sie? Mein Gott. Zuhörer, ich bin eure einzige Rettung. Kommt, nehmt mich an. Verdammt, es muss doch einen Weg hier rausgeben. Ich suche noch die anderen. Es gibt hier keinen mehr. Stand da jetzt gerade, was ich machen soll. Umarme die Mutter der Nacht. Ich habe jetzt keine Zeit für Kuscheleinheiten. Mutti. Was ist? Mich würde interessieren. Ach, Mutti. Gut. Komm, dann kuscheln wir ein bisschen. Ach, bist du zufrieden? Was ist mit dir? Wow. Ich kann hier drin nicht schlafen. Das ist unheimlich. Ich brauche mein eigenes Bett. Schnell, Nasir. Ich sage euch doch, sie ist da drin. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Hau. Nur noch Ruck. Einmal Hau. Ziehen. Ruck. Ja, da. Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Halt, halt, halt! Nicht so schnell! Ganz ruhig! Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Ich muss Astrid sprechen. Sie ist hier in der Zuflucht. Folgt mir. Sie ist hier? Bei Cities. Folgt mir. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's! Ja, wir suchen sie mal. Aber wo ist Gabriella? Boah. Okay. Mein Gott. Mein Gott. Wieso ist das nicht ab? Wie sind die überhaupt hier reingekommen? Sag mal. Wer hat denn die Losung verraten? Astrid. Oh Gott. Wer hat dich ausgezogen? Gelebt, Siti sei Dank. Astrid. Still. Bitte. Ich muss euch so viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Penitus Oculatus. Maro. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Ja, du bist schuld, ne? Cities in der Leere wird über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Auch wenn ich dir jetzt, ja. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maro mich verraten. Wie passend. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch
Ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Ja, toll. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hatte recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Wieso sollte ich die Klinge hier liegen lassen? Ihr habt keine Wahl. Ihr müsst euren Auftrag erledigen. Ihr müsst mich töten. Tja. Zum einen ist das mein Job und zum anderen dein Wunsch, ne? Leb wohl. Wer schubst mich denn da, bitteschön? Ich mach das. Astrid hat das Richtige getan und das müsst ihr nun auch. Bereitet ihrem Leiden ein Ende. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Danke. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns Astrid, das antun? Heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Habe ich nur Mitleid für sie. Könnt ihr mal bitte nacheinander reden? Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Das ist ich das... Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit Kind der Nacht und er ist hätte. Der Jäger aus den Dünen oder so. Könnt ihr mich mal vorbeilassen? Ich habe ich nur Mitleid ich hab noch für was sie. Zu tun. Guck mal hier. Danke. Habe ich gar nicht gesehen. Ich war auch noch nie hier in den Raum. Briefe lesen von fremden Leuten. Aber noch nie im Schlafzimmer gewesen von der Guten hier. Gut. Habe ich wenigstens eine Grenze nicht überschritten. Astrid ist tot. Ja. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Okay. So, und das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Es ist schon sehr lang geworden jetzt und wir haben noch einen Auftrag zu erfüllen, einen ganz wichtigen. Der wahre Kaiser lebt noch und wir müssen uns um diesen kümmern. Das ist schließlich, ja, unser Job. Und wir müssen ein neues Zuhause finden. Ich wüsste da vielleicht schon was. Oh. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war wirklich, ich bin traurig. Ich muss trauern. Bis zur nächsten Folge werde ich um Gabriella trauern. Und um Vesara, weil den mochte ich auch ganz gern. Gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Hahaha, das war natürlich nur ein Scherz. Und alles, was jetzt passiert ist, ist überhaupt nicht passiert. Und wir essen hier gemütlich unsere Suppe. Und ja, trinken ein bisschen Wein und unterhalten uns noch ein bisschen nett. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann seht ihr dann, wie es weitergeht bei unserer netten Party hier. Ich kriege hier einen Salatteller, das ist total nett hier. Jana, noch ein bisschen Wein.
Fein. Die hat nur Augen für den Kaiser. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.